Hier hängt sie noch am Haken, die neue Pullbox von SGT aus Atzendorf. Passend zur Hochzeit von Aufbau und Chassis waren wir live dabei. Über 4 Twistlock-Verschlüsse wird der Aufbau mit dem Tridem-Fahrwerk verbunden. Rollout des neuen Rollbandabschiebewagens. Bevor es in den Mais geht, werden erstmal die Funktionen überprüft. Die Heckklappe öffnet weit. Viel interessanter ist aber der Blick dahinter. SGT hat Rollband und Abschiebewagen kombiniert. 2 Hydraulikmotoren wickeln das mit der Frontwand verschraubte Rollband auf und ziehen dieses so nach hinten. Über eine Umlenkrolle wird das Band auf die eigentliche Zugrolle geführt. Die Frontwand läuft über einen Schlitten in 2 U-Profilen links und rechts der nicht konischen Wanne. Ein einstellbarer Anschlag am Schlitten schaltet ein federbelastetes Ventil und stoppt damit den Entladevorgang. Zurückgezogen wird das Band inklusive Schlitten mit 2 Drahtseilen. Diese sind an stehenden Zylindern in der Front 6-fach umgelenkt, sodass der Hub der Zylinder ausreicht, um das Band bis nach vorne zu ziehen. So vereint die Pullbox die Vorteile von Abschiebe- und Rollbandwagen. Aber nun ab in den Mais, bevor es dunkel wird. Die Wanne ist aus 2 mm Feinkornstahl gefertigt. Leer wiegt der Anhänger laut SGT 9.800 Kilogramm. Das Ladevolumen beträgt 56 Kubikmeter. Das Fahrwerk bezieht SGT aus den Niederlanden und ist baugleich mit dem Chassis von Kaweco. Unten angehängt, zwangsgelenkt und mit Alliance-Reifen der Größe 750/45R26.5 ist das Fahrverhalten sehr gut. Mit 4 Tonnen Stützlast und je 1,80 Meter Achsabstand sind maximal 34 Tonnen Gesamtgewicht zulässig. Mit Bravour meisterte die Pullbox die erste Entladung. In gut einer Minute ist das Band aufgewickelt und die Ladung gelöscht. Wir sind gespannt, wie diese Technik bei den Praktikern ankommt.